Ja, genau. Los, komm wieder hoch. Ihr scheint es wirklich eilig zu haben. Das hat doch wohl nichts mit dem ganzen Giebelkuh dahinter zu tun, oder? Das ist nicht alles so ein riesiges Missverständnis. Die Polizei kommt gleich und hilft euch, die ganzen Sachen zurückzugeben. Wow! Super. Hier, ich helfe euren Freunden. Ich muss den anderen Laster einholen. Weg damit! Schön, du hast gewonnen! Und dein Preis ist eine einfache Fahrt nach Rikers! Okay, noch zwei! Alright, dann nehmen wir doch mal eine Abkürzung! Haha! Wow! Was? Sie bringt noch jemanden um. Das ist ihr Ziel. Was zur Hölle ist das? Ein Geld? Wer kümmert? Wir müssen hier raus. Nein, nein, nicht der Park. Sie schießt auf uns. Was du nicht sagst. Fahr schneller. Ah, tut mir leid wegen der Obstplatte. Sah echt gut aus. Wenn ihr Typen früher angehalten hättet, wäre das hier jetzt gar nicht nötig. Ja, definitiv. Sable, was machst du denn? Du machst alles nur schlimmer. Überlass die restlichen Typen mir. Nein, sie dürfen mit den Sachen nicht entkommen. Solltet euch wirklich einen anderen Job suchen. Aber vielleicht stimmt ja eure Work-Life-Balance. Wer weiß das schon? So, jetzt hört auf zu stehlen, okay? Bitte? Wow! Das gesamte Finanzviertel. Bin gespannt, was Clemens dazu sagen wird. Oh nee, jetzt oder? Hammerhead hat jetzt Drohnen? Er modernisiert seine Geschäfte tatsächlich. Die Drohnen sind hinter Table her. Ich sollte ihr helfen, oder? Okay. Come on! Damn it. Man! Nicht gleich will ich hängen. Ach, endlich. Ach nee, da. Ich muss auf den Flügel, um beide Netzschießer zu benutzen. Ja. Mann. Come on.
Yes! Nur damit es wirklich klar ist, ich versuche gerade dir zu helfen! Weg da! Klar, sobald ich die restlichen Drohnen ausgeschaltet habe! Hey, Sable, du hast freie Bahn! Ich nehme mal an, Schweigen bedeutet auf Symkarianisch Danke. Okay, jetzt zum letzten Laster! Oh, ich bin mir sicher, im Fahrer geht's super. Ganz ruhig! Wo ist Hammerhead? Wenn ich rede, bin ich tot? Also tu, was du tun musst! Hey. Hör mal, wir wollen doch beide das Gleiche. Gemeinsam können wir ihn finden. Glaub mir. Okay. Wir arbeiten zusammen. Wie Partner. Aha. Partner. Also, du meldest dich? Scheinbar nicht. Sie ist zu 77% kein Roboter. Oh Mann, ey. Achtung, alle Einheiten, Körperverletzung. Das klingt nicht gut. Ich sehe lieber mal nach. Ach Mann. Wehe, Malz rufst jetzt an, wo wir fast da sind. Danke. Malz Truppe gegen einen Sable-Agenten. Nicht schon wieder. Gerade ein fairer Kampf. Sorgen wir für Chancengleichheit. Oh yeah. Nicht schnarchen. Das ist Spider-Man. Geht's ihm? Ich brech dir den Kiefer. Auf geht's. Also schlimm wie Hammerhead sind die nicht. Hey, du musst mir mal zeigen, wie man das macht. Das ist eigentlich keine große Kunst. Ich versuche nur da zu sein, wo die Kugeln nicht sind. Tja, ich schulde dir was. Was wollten die Kerle? Das hier sind Hilfsgüter, die für Symkarier bestimmt sind. Hast du von den Unruhen gehört? Ich habe gehört, es ist ein Bürgerkrieg. Das stimmt. Tja, diese Kerle haben mich angegriffen und das meiste mitgenommen. Wo sie hin sind, keine Ahnung. Ich halte Ausschau und melde mich, wenn ich was finde. Schön, dich kennenzulernen. David. David Obademi. Spider. Spider-Man. Okay, das klang in meinem Kopf irgendwie besser. Ja. Hey, MJ. Peter, du musst nach Soho und einen Hinweis überprüfen. Eine meiner Knastquellen hat erzählt, dass Hammerheads Jungs immer in dieselbe Pizzeria gehen. Vielleicht kannst du sie verfolgen und Hammerheads Lager finden. Weißt du, ich hätte gern mal ein Telefonat, bei dem wir uns von unserem Tag erzählen. Wie normale Leute. Okay, also, Schatz, wie war dein Tag? Tja, Sable und ich haben Schurken erledigt. Ihr arbeitet also doch zusammen. Theoretisch. Ihr beide müsst das irgendwie hinkriegen. Hammerhead ist zu stark für einen allein. Meine Quelle hat auch noch gesagt, dass Hammerhead sich mit dem Projekt Olympus-Zeug, ich zitiere, noch weiter verbessern will.
Noch weiter? Er war doch schon ein Panzer auf Beinen. Genau das ist es ja. Ihr beide müsst ihn aufhalten, bevor er unaufhaltbar wird. Wo sie recht hat, hat sie recht. Na dann... Schade. Hey Peter. Miles! Verdammt nochmal. Hier sind so viele Menschen. In diesem Outfit kann ich mich nicht unauffällig leeren. Vielleicht ohne den Anzug. Mensch, ich hasse sowas. So, ich bin ein ganz normaler New Yorker. Gut, nun ruf Miles zurück und frag, was er wollte. Der Laden wurde neulich im Bugle empfohlen. Kein Wunder, dass es so voll ist. Meins oder deins? Meins. Ja, was gibt's? Okay, sag ihm, wir sind unterwegs. Hey, los, wir müssen was für Tony erledigen. Jetzt? Aber wir sind gleich an der Reihe. Ich weiß. Jetzt komm. Etwas für Tony erledigen? Das müssen Hammerheads-Leute sein. Ich bleibe dran, aber nicht zu nah. Also was sollen wir für Tony machen? Seinen Laptop holen. Er ist in seinem Auto. Ernst? Warum kann er das verdammt nochmal nicht selbst machen? Der Boss hat vermutlich Wichtigeres für ihn zu tun. Verfolgt uns jemand? Bleib cool, Pete. Bleib cool. Wohl nicht. Wo ist der Boss überhaupt? Weiß ich nicht. Aber Tony vermutlich. Er ist dicke mit dem Boss. Tja, verdammter Tony. Mann, ich sollte dicke mit dem Boss sein. Okay. Klar. Hey, kommt dir der Typ bekannt vor? Oh, es gibt ein neues Katzenvideo. Das muss ich mir sofort ansehen. Hey, die sehen doch alle gleich aus. Und er ist mit dem Boss auf die Falle für diese Sable-Pussy gekommen. Als ob das je klappen würde. Aha. Ich weiß nicht, für mich klingt der Plan gut. Und mit ihr kriegen wir auch ihr restliches Zeug. Also, du bist jetzt auf Tonys Seite? Ist ja ganz toll. Pass auf, ich muss mit Sal reden. Sorg dafür, dass wir kurz ungestört sind. Ja, ja. Mist. Verdammter Tony. Ich muss näher ran, wenn ich was hören will. Wenn ich nicht neben sie komme, komme ich vielleicht über sie. Ich muss außer Sicht. Kann erst Wände hochklettern, wenn ich verborgen bin. Alright. Natürlich. Niemand kann mich sehen. Jetzt kann ich aufs Dach klettern. Alrighty then. Wenn ich über diese Typen komme, kann ich sie hören. Ich muss zu dieser Gasse. Haha. Okay, als Peter macht Spaß. Ich schwör's bei meiner Mutter, der glaubt, der steigt noch auf. Tja, vielleicht kann er mein Schuhputzer werden. Da sagst du was. Wie auch immer, Tony sagt, er braucht seinen Laptop. Da ist bestimmt allerhand wichtiges Zeug drauf. Mhm. Naja, Laptops eben. Steht auf Platz C3. Platz C3, hm? Tonys Laptop könnte mich vielleicht zu Hammerhead führen. Yep. Danke. Schauen wir mal. Moment. Interessante Unterhaltung, Jungs, aber ich habe genug gehört. Spider-Man, schaltet ihn aus! Habt ihr das gesehen? Tötet ihn! Angetroffen! Ich schaffe den Clown alleine! Du hast doch nichts gewusst! Ich bin jemand größer, Messer! Zerquetsch dieses Insekt! Au! Au!
Au! Ich hab Almen. Jetzt aber. Ruhe mit dir! Aber schicke Frisur. Okay, wo ist der Laptop? Ich glaube, das war da. Oh, hallöchen, Tonys Laptop. Ja, 1A. Ah, jetzt. Mal sehen, ob ich ihn hacken kann. Schwuppdiwupp. Er hat eine Finde mein Handy-App installiert. Mal sehen, wo du bist, Tony. Hey, Pete. Hallo, Schatz. Wie ist dein Tag? Stressig. Ich recherchiere zu Simkaria. Dann mach ich's kurz. Dein Tipp war ein guter. Ich verfolge einen von Hammerheads Top-Leuten. Wenn irgendjemand weiß, wo Hammerhead ist, dann er. Klasse! Und einer seiner Jungs hat eine Falle für Sable erwähnt. Was das wohl bedeutet? Das bedeutet, dass ein paar Magierschläger sich von einer selbstbewussten, starken Frau bedroht fühlen. Okay. Sorry, Pete, ich will dich nicht abwürgen, aber ich habe eine Deadline. Ja, alles klar. Wir reden später. Alles klar. Getroffen. Ich weiß nicht, wann sie kommt. Ihr müsst einfach bereit sein. Das Tony. Das sind nicht genug Leute. Wir brauchen das Doppelte. Dann holt sie aus den Basen. Warum muss ich hier eure Arbeit machen? Wow! Was zum Teufel? Mann, war das leicht. Hey, Spider-Man. Wenn du diese Sable-Vibe siehst, sag ihr, mein Boss möchte sie sprechen. Kann ich machen. Aber sie hört mir nicht zu. Oder irgendwem. Oh. Gib mir die Adresse. Warte, woher? Wie? Die Adresse! Ah! Colexco-Gebäude. Auf dem Dach. Geiler Trick. Nein, warte! Das ist eine Falle! Sable, du läufst in eine Falle! Das ist mir egal, solange Hammerhead dort ist. Du verstehst das nicht. Ich versuche, dich zu beschützen. Ich kann mich selbst beschützen. Normalerweise schon. Aber Hammerhead nutzt sein Projekt Olympus-Zeug. Ich weiß. Dann weißt du auch, dass er sich zu einer Art Frankenmonster gemacht hat. Und deshalb muss ich ihn aufhalten. Aber nicht so, indem du in eine Falle läufst. Ach, Sable, was machst du denn? Ja, wer hätte das nur gedacht? Eine Falle. Eine Falle! Dann nimm's doch nur vorher.
vorher jemand gewarnt hätte. Ich mach das schon. Da würde ich gerne nur zuschauen, aber das wäre kleinlich. Gefangen in ihrer Technologie. Das ganze Ding wird von diesen Generatoren versorgt. Noch eine Pause.